Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Heute haben wir eine hochinteressante Partie im Angebot. Könnte ein Riesenspiel werden. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Ist alles klar. Da sehen wir die Aufstellung, so spielt der Gastgeber heute. Der Blick auf die Taktik, Buschi, ja, Tore schießen ist da eher nicht angesagt, sondern eher Tore verhindern. Ja, es ist immer wieder unglaublich, wie die sich hinten reinstellen, wie tief die stehen. Da muss ja erstmal ein Mittel gegen finden. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Sie entscheiden sich für ein konventionelles 4-5-1. Und das heißt also, im Mittelfeld wollen Sie mit dieser Überzahl das Spiel kontrollieren, wollen es dominieren, dem Gegner Ihr System aufzwingen. Beide Mannschaften sind bereit, es geht los. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ramsey. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Kevin Gamero. Francisco Klein. Da riskiert er Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Ja, da müssen Sie aufpassen. Er hat den Ball, gute Aktion. Sie bieten sich an. De Vril. Tor, da ist es. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten und genau das tut er. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ramsey. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Gute Aktion jetzt. Jetzt geht er da mit dem Ball nach innen. Sieht gut aus. Keine große Gefahr, da macht er sich lang. Jetzt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Kevin Gamero. Chance auf den Ausgleich. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Die Ecke kommt. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball.
Da können sie kontern. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Chaka. De Vrij. Gut verteidigt. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Könnte gefährlich werden. Jetzt schießt er. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball kommt rein. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Ecke kommt. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Gehalten war schon eine richtig gute Aktion. Gute Chance jetzt, es gibt einen Eckball. Jetzt der Eckball. Sie spielen erstmal raus. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. De Vrij. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Die Gastgeber sind in der letzten Viertelstunde ziemlich überlegen, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik ansehen. Und bei den guten Chancen, die sie rausholen, kann ich mir gut vorstellen, dass da gleich der nächste Treffer fällt. Im Augenblick haben sie den Ball nicht. Jetzt heißt es also erstmal hinten dicht machen. Steven Zuber. Da lassen sie den Ball gut laufen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. De Vrij. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. Er geht in den Strafraum. Ball ist erstmal wieder raus. Nein, keine gute Befreiung hier. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Friedrich. Ramsey. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Sebastian Rode. Gamero. Der Abschluss ist dann doch zu halbherzig, ne? Ja, da sagt der Torwart vielen Dank, den hält er mühelos. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Außen ist Platz. De Vrij. Ist das die Möglichkeit? Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher.
Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Er ist heute einer der auffälligsten. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Schön vorbeigekommen. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, guter Pass. Den hält er natürlich. Jetzt kommt der Wechsel. Die Ecke kommt rein. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Der Ballverlust. Gefährlicher Pass jetzt. Sie sind da, Ball wird geblockt. Sie werden hier wechseln. Ecke kommt in den 16er. Boah, kein Tor. Was für Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Der Ball erstmal abgefangen. Coquelin. Francis Coquelin. Abwehr muss aufpassen. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Romero. Und dann ist der Ball weg. So, und jetzt bin ich gespannt. Was macht die Schiedsrichterin? Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ball kommt rein. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Ja, sie nehmen die kurze Variante. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Geht dazwischen und hat den Ball. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Und damit sind sie nun mit 3 Toren vorne, machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck.
Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Guck klar. Michy Batshuayi. Da haben sie die Chance. Erstmal geblockt. De Frel. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. So, und nun gibt es die gelbe Karte. Also doch für diese Aktion gerade eben hat die Schiedsrichterin nicht vergessen. Die Ecke kommt. Da konnten sie nichts draus machen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und da gibt es jetzt den Einwurf. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Da macht er ihn rein. So, nochmal der Blick auf dieses Tor. Flach kommt die Flanke und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Davy Selke. Oh, da geht er vorbei. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Koklan. Michy Batshuayi. Der Ball erstmal abgefangen. Steven Zuber. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Ganz kurz, sie kommen jetzt. Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Eck in den Strafraum. Ah, das müssen sie entschlossener machen. Davy Selke. Riesenchance. Lässt sich nicht beirren. Sofort abgetaucht. Macht er gut.
So, Ecke kommt. Batshuayi. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Dial Fry. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. Das war eine enge Partie. Glücklicher Sieg am Ende, knapper Sieg. Aber so ein Spiel musst du am Ende dann auch erstmal gewinnen. Da haben die Nerven gehalten. Sie wollten diesen Erfolg. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.